Arena Live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner Live. Ja, willkommen bei Fellner Live mit einem sehr spannenden Thema und einem sehr spannenden Gast. Bei mir zu Gast ist jetzt die Schauspielerin Eva Herzig. Schönen guten Abend, Frau Herzig. Guten Abend. Frau Herzig, Sie haben ein Posting auf Facebook gemacht, geschrieben, das für sehr viel, muss man sagen, Aufregung gesorgt hat, sehr viel Wirbel ausgelöst hat, viel Zuspruch bekommen hat, aber auf der anderen Seite auch viel Kritik ausgelöst hat. Vielleicht ganz kurz, es geht darum, Sie sind Schauspielerin, Sie spielen im Steirer Krimi, kennen vielleicht viele der Zuschauer, läuft im ORF und da hätte es jetzt die Dreharbeiten für die nächste Staffel geben sollen und da wurde Ihnen mitgeteilt, dass Sie nicht an den Dreharbeiten teilnehmen können, weil Sie nicht geimpft sind. Aber vielleicht schildern Sie es nochmal mit Ihren eigenen Worten. Ja, also ich habe jetzt bereits 4 Folgen von den Steirer Krimis gedreht. Es wurden bis jetzt 5 Steirer Krimis gedreht. In 4 bin ich dabei als sozusagen Ensemblemitglied. Und es war auch klar, mir wurde auch gesagt, du bist weiterhin dabei, deine Rolle ist wichtig. Und ich habe jetzt die Anfrage bekommen, eben für die Sperrzeiten, ob ich Zeit hätte, von Ende August bis November wieder diese Steirer Krimis zu drehen. Und ja, ich habe Zeit und habe dann eben auch nachgefragt, gibt es schon Bücher, kann ich schon was lesen? Bin neugierig auf die Rolle. Und habe da gestern eben mit der Producerin, die ich persönlich sehr gern mag und schätze, die auch mich sehr gern mag und schätzt, gesprochen und habe gesagt, gibt schon Bücher? Und sie hat gesagt, ja, gibt schon Bücher. Aber Eva, ich muss dir sagen, alle Teammitglieder, Schauspieler, die in der Zone 1 sind, also die, es gab jetzt so Zonen seit der Corona-Zeit, war eine der Maßnahmen, dass man das Set in Zonen unterteilt und die Zone 1 ist eben die Zone, ja, wo halt Schauspieler, Regisseur, Kameramann und so weiter, die alle sind. Diese Menschen müssen alle geimpft werden. Mhm. Und ich habe dann gesagt, ich möchte mich nicht impfen lassen. Mhm. Und dann hieß es eben, ja dann, sorry, dann kannst du nicht mitspielen. Jetzt ist natürlich die erste Frage, die mir auf der Zunge liegt, warum wollen Sie sich nicht impfen lassen? Also ich muss ja mal sagen, ich bin geimpft, verschiedene Impfungen, viele Impfungen. Ich habe meine Kinder impfen lassen, allerdings nicht mit dieser neuen Corona-Impfung, weil die für mich noch zu unerforscht ist. Da sind Sie skeptisch? Da bin ich einfach skeptisch. Da gibt es zu viele unterschiedliche Meinungen, ob die wirklich so harmlos ist oder eben doch nicht. Es gibt zu viele Berichte über doch recht heftige Nebenwirkungen und das ist etwas, was ich meinem Körper nicht antun will. Kann auch sein, dass alles gut geht, aber es ist eben nicht sicher. Für mich ist es nicht sicher. Für andere ist es sicher, für mich nicht. Und ich muss noch dazu sagen, dass wir leben jetzt seit 1/4 Jahren mit diesem Coronavirus oder seit 1,5 Jahren. Und ich habe das genau beobachtet, natürlich auch, was passiert. Und ich weiß, dass es dieses Virus gibt. Ich weiß auch, dass dieses Virus für manche Menschen... Sie leugnen das Virus? Nein, natürlich nicht. Ja. Es gibt es. Und es gibt Menschen, die schwer daran erkranken. Es gibt Menschen, die daran sterben. Und es ist wirklich tragisch und schwer. Es ist furchtbar, wenn man einen Menschen verliert. Ja? Nur ist es Gott sei Dank nicht so schlimm, wie es am Anfang prophezeit wurde. Es gab kein Massensterben durch Corona, Gott sei Dank. Ja, also, und es sterben Menschen auch eben an anderen Krankheiten und nicht nur an diesem Coronavirus. Und ich persönlich kenne auch viele Ärzte, die sagen, es gibt auch sehr gute Behandlungsmöglichkeiten. Man hat ja auch gelernt in diesen 1,5 Jahren. Und also deshalb für mich persönlich die Entscheidung, mich nicht impfen zu lassen. Jetzt gibt es ja diese berühmten 3Gs momentan bei den Öffnungsschritten. Getestet, geimpft, genesen. Hätten Sie sich oder wären Sie bereit, sich testen zu lassen, um an den Dreharbeiten teilzunehmen? Natürlich. Also ich habe ja auch letztes Jahr schon gedreht. Wir wurden getestet, natürlich in regelmäßigen kurzen Abständen. Jeden Tag in der Früh Fieber messen. Wir haben Abstände eingehalten. Wir haben, wenn wir nicht gerade vor der Kamera waren, Masken getragen. Wir haben uns dauernd desinfiziert. Also wir haben wirklich alle Maßnahmen eingehalten. Und das war eben auch das, was ich gedacht habe. Ich habe zwar schon befürchtet, wahrscheinlich kommt irgendwann die Impfpflicht, auch wenn es heißt, es gibt keine Impfpflicht, aber es ist ja dann doch, ja, du brauchst dich nicht impfen lassen, aber sorry, deinen Beruf kannst halt nicht mehr ausüben. Das hat für mich schon mit Pflicht zu tun. Ja.
Und natürlich, die Maßnahmen halte ich alle ein. Ich möchte mir nicht etwas injizieren lassen, wo ich nicht weiß, ob das meinem Körper nicht vielleicht doch schadet. Und vor allem, was die Langzeitfolgen betrifft, ich weiß nicht, vielleicht passiert mir jetzt nichts, aber was ist in 3 Jahren, 4 Jahren? Wir wissen es nicht. Jetzt ist natürlich die Frage, was vermuten Sie, von wo geht denn dieses Drehverbot für Sie aus? Ist das eine Entscheidung sozusagen, die vom Produzententeam des Landkrimis getroffen wurde? Kommt das vom ORF selber? Wer, glauben Sie, hat das erlassen? Ich glaube nicht, dass das sozusagen ein einzelner Mensch erlassen hat. Ich glaube, dass alle so unter Druck sind, dass alle so Angst haben, dass man teilweise im vorauseilenden Gehorsam schon Sachen zur Pflicht macht, wie jetzt eben diese Impfung. Es ist, also jetzt, was die Produzenten betrifft, glaube ich, ist es so, also in Österreich hat der Produzentenverband angeblich beschlossen, dass die Menschen, die drehen wollen, geimpft werden müssen. Mhm. Es gibt natürlich trotzdem kein Müssen in Wahrheit. Es steht aber allerdings auch, von einer Kollegin steht es bereits im Vertrag drinnen. Also wenn du drehen willst, musst du dich impfen lassen. Die Produzenten wollen natürlich, die brauchen, es gibt Ausfallsversicherung bei Filmen. Wenn natürlich eine Schauspielerin, ein Schauspieler ausfällt, wird es sehr teuer. Dann kann der Film nicht weitergedreht werden. Und die können das nicht selbst tragen. Deshalb gibt es Versicherungen. Und ich weiß nicht, ob die Versicherungen tatsächlich gesagt haben, wenn du dich nicht impfen lässt oder wenn deine Leute nicht geimpft sind, dann zahlen wir nichts. Ich glaube nicht, dass es so ist, weil ich eben auch von einem anderen Produzenten gehört habe, man kann es schon entscheiden. Also, ich habe so das Gefühl, es wird so versucht, dass sich einfach alle impfen lassen, weil es einfacher ist und dann hat man seine Ruhe und dann ist es gut. Aufgrund dessen, dass Sie da jetzt diesen Job aller Wahrscheinlichkeit nicht bekommen werden, hat das ein Umdenken bei Ihnen ausgelöst, dass Sie sagen, na, jetzt lasse ich mich vielleicht doch impfen, weil ich will meinen Job nicht verlieren, oder sind Sie eher so, jetzt erst recht, jetzt lasse ich mich sicher nicht impfen? Es ist auch nicht jetzt erst recht, es ist meine Entscheidung gleich geblieben. Ja. Also ich kann mich nicht verbiegen. Ich kann mich nicht verbiegen. Also ich kann wirklich auch nur meine... Auch wenn das bedeuten würde, dass Sie vielleicht keine Jobs mehr bekommen, ja, in der Branche. Dann muss ich mir oder werde ich etwas anderes finden. Ich bin durch einige Krisen in meinem Leben schon durch. Ich weiß, wenn eine Tür zugeht, geht eine andere auf. Es wird sich was anderes auftun, was auch immer das ist. Ich weiß es jetzt nicht. Ich habe sehr schlecht geschlafen diese Nacht. Es hat mich getroffen. Ja. Es ist schon heftig. Ja. Es ist schon heftig, nicht zu wissen, wie es weitergeht. Also das, ja. Wie waren denn die Reaktionen auf Ihr Posting? Würde mich auch interessieren, weil solche Themen polarisieren extrem, das wissen wir. Da gibt es welche, die finden das gut, da gibt es andere, die finden das ganz schlecht. Wie waren die Reaktionen, die Sie erlebt haben in den letzten 24 Stunden? Also die meisten Reaktionen waren durchaus positiv. Also die meisten Reaktionen waren dankbar. Danke, dass Sie den Mut haben. Danke, dass Sie vorn stehen und rausgehen. Und zu ihrer Meinung stehen, dass sie Rückgrat haben, das waren eigentlich die meisten Reaktionen. Es gibt natürlich auch Reaktionen, die sagen, unverständlich und die Impfung ist toll und warum lässt du dich nicht impfen? Aber die meisten Reaktionen waren durchaus positiv, weil es betrifft ja nicht nur einen Schauspieler, es betrifft ja alle Berufsgruppen und ich höre von vielen, dass sie unter Druck sind und dass sie Angst haben und dass sie merken, dass sozusagen die Impfung näher kommt und dass sie sich eben nicht frei entscheiden können. Es wird uns vorgegaukelt, wir können uns frei entscheiden und wir können uns auch frei entscheiden, allerdings müssen wir womöglich Konsequenzen tragen, wie ich es jetzt auch tue. Ist das letzte Wort Ihrer Meinung nach schon gesprochen oder haben Sie Hoffnung, dass Sie vielleicht doch noch beim Landkrimi mitdrehen können? Ich weiß es nicht. Vielleicht regt es zu einem Umdenken an, dass man sagt, okay, es dürfen auch getestete Menschen mitspielen. Also wenn man einfach weiß, die sind negativ, die haben keine Symptome, die sind gesund, warum sollte ich dann nicht mitspielen können? Ja? Wir sind ja auch, es ist sogar so, dass man jetzt... Also Sie sagen, Sie würden sich zum Beispiel jeden Tag, wenn Sie ans Set kommen, testen lassen. Ja, ja, klar, habe ich ja davor auch gemacht. Und, okay. Und da waren keine großen Corona, also gar keine Corona-Ausbrüche sozusagen. Und abschließend würde ich noch zu einem anderen Thema, ist eigentlich das gleiche Thema, aber sozusagen ein bisschen weiteren Thema kommen. Es war ein extrem schwieriges Jahr für alle, aber insbesondere muss man sagen, natürlich für die Kulturbranche, für Schauspielerinnen und Schauspieler. Wie war dieses letzte Jahr für Sie und waren die Maßnahmen Ihrer Meinung nach überzogen? Ja, also für mich waren die Maßnahmen überzogen. Also gerade jetzt, wenn ich denke an kleine Theater, ich kenne Leute, die ihr eigenes Theater haben, die wirklich alle Maßnahmen, die am Anfang verlangt wurden, umgesetzt haben, die
die Bestuhlung verändert haben, die Trennwände aufgebaut haben, die einen extra Einlass, einen extra Ausgang gemacht haben für die Leute, die Belüftung und so weiter, die wirklich viel investiert haben. Und dann ist es einfach geschlossen worden. Da sind Existenzen ruiniert worden. Und das ist wirklich schlimm. Und es wird ja niemand gezwungen, ins Theater zu gehen. Das Theater, also da, die Menschen, die da hingehen, das Publikum entscheidet sich ja selbst. Ich nehme das Risiko auf mich, mich vielleicht anzustecken. Ich nehme das Risiko auf mich, aber ich möchte das Glückserlebnis haben, in einem Theater zu sein. Und diese freie Entscheidung wurde uns genommen. Und das und Existenzen ruiniert. Wirklich Existenzen ruiniert. Und das finde ich unverantwortlich. Und eben, was ich eben an der Politik so schlimm finde und was mich von Anfang an so schockiert hat, war nicht, dass man die Menschen positiv unterstützt und sagt, okay, es gibt dieses Virus. Dieses Virus ist gefährlich. Also schützt euch, ja, in dem Sinn auch baut euer Immunsystem auf. Geht raus, geht viel an die frische Luft. Aber das Gegenteil ist passiert. Es ist all das, diese Maßnahmen, die meisten Maßnahmen sind für mich, muss ich sagen, kontraproduktiv, weil keine Luft mehr zum Atmen zu haben, ist ungesund. Dass die Kinder in den Schulen sitzen müssen, ich bin Mutter von zwei Kindern, dass die Kinder in den Schulen sitzen müssen mit Masken, mit FFP2-Masken teilweise, wo es auch sehr unterschiedliche Studien gibt, ich merke, ich echauffiere mich, aber es ist schlimm, weil Kinder brauchen Sauerstoff zum Atmen. Das sind die Organe im Wachstum, das Gehirn, die Lunge, das Herz, alles braucht Sauerstoff und den haben sie nicht. Sie werden getestet dreimal pro Woche, sind negativ und müssen trotzdem Masken tragen. Das ergibt für mich keinen Sinn. Und, das ist für Sie überschießend? Das ist für mich absolut überschießend. Mhm. Absolut. Jetzt gibt es Öffnungsschritte, muss man sagen, seit Mittwoch. Auch die Kulturbranche darf wieder aufsperren, aber natürlich unter strengen Vorgaben, unter anderem FFP2-Maskenpflicht, reintesten, also diese 3Gs. Sagen Sie gut, Gott sei Dank, jetzt dürfen wir endlich aufsperren, oder ist Ihnen das jetzt zu eng, dieses Korsett? Mir persönlich ist es zu eng. Ich bin aber froh, es ist besser, als es vorher war. Also es ist immerhin offen. Es darf immerhin wieder gespielt werden. Und das finde ich gut. Und jeder, der hingehen mag, auch unter diesen Voraussetzungen, kann hingehen. Und die Theater können endlich wieder aufmachen und spielen. Also insofern finde ich es gut, dass es diese Öffnungsschritte gibt. Ich bin aber dafür, es noch offener zu machen. Frau Herzig, vielen Dank für den Besuch im Studio. Wir werden uns natürlich weiter das ansehen und mal schauen, wie das Ganze ausgeht. Ja. Wir machen eine ganz kurze Werbepause, sind dann gleich wieder zurück und dann geht es gleich weiter hier auf OE24 TV.